Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen C++-Tutorial von mir. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr Zufallszahlen erzeugen könnt in C++. Legen wir los. Ich lege als erstes eine Vorschleife an. Ist gleich 0. Und ich gebe jetzt mal drei Zahlen aus. Und std, cout. So, um Zufallszahlen ausgeben zu können oder erzeugen zu können, wird die Funktion rand benutzt. So, jetzt schauen wir mal an, was passiert. Ich bringe jetzt die ganze Geschichte zum Laufen. Und jetzt haben wir hier ausgegeben 16.807. Dann darunter die Zahl, das ist hier 282 Millionen und so weiter und so fort. Dann die dritte Zahl beträgt 1 Milliarde 622 Millionen und so weiter und so fort. Prima, scheint geglückt zu sein. Dann bin ich jetzt mal so frei und bringe jetzt hier das Programm noch einmal zum Laufen. Okay, da haben wir schon wieder 16.807 und ja, das sind dieselben drei Zahlen. Okay, also noch einmal. Gut. Und nun gut, schon wieder dieselben Zahlen. So, aber gut, bevor wir das jetzt so oft machen, dass wir alle vor lauter Altersschwäche nachher umkippen, sei Folgendes euch verraten. Das funktioniert so nicht, und zwar deshalb nicht, weil hier der Rechner keine Zufallszahlen, keine echten, richtigen Zufallszahlen generieren kann, sondern das, was wir als Zufallszahlen in der Programmierung halt nutzten, sind im Grunde genommen Pseudo-Zufallszahlen. Und zwar sehen die internen Abläufe im Rechner so aus, dass nach einem bestimmten Algorithmus verfahren wird. Ein Algorithmus wird genutzt, um halt Zahlenfolgen zu generieren, so wie ihr hier das hier sehen könnt. Und Bestandteil dieses Algorithmus ist der sogenannte Random Seed. Also jetzt nicht umkippen und nicht erschrecken jetzt, wenn ihr solche Begriffe hört. Der Random Seed ist ganz einfach eine Zahl, die als Ausgangszahl benutzt wird vom Algorithmus, um halt davon in Abhängigkeit eben von dieser Zahl eine Zahlenfolge zu generieren. Und wir nehmen das eben als zufällig wahr. Wie komme ich denn jetzt tatsächlich an Zahlen, die man auch als Zufallszahlen verwerten kann? Also die jetzt hier immer noch so unvorhersehbar sind, sagen wir mal, bestem menschlichen Gutdünken jetzt unvorhersehbar sind, ne? Wie komme ich jetzt an solche Zufallszahlen heran? Nun gut, ich benutze eben die Funktion hier srand, eben für den Random Seed. Und bevor ich jetzt hier eine Zahl hier eingebe, ich gebe ruhig mal eine Zahl ein. Warum denn nicht? Warum soll ich nicht eine Zahl eingeben? So, Random Seed. Ich sehe jetzt sozusagen eine Zahl hier und also Seed, S-E-E-D heißt sehen, kommt aus dem Englischen, wie ihr wahrscheinlich unschwer erraten konntet. Und jetzt gebe ich die 3 hier mal, übergebe ich eben dieser Funktion srand die 3. Und jetzt werden ganz andere Zahlen generiert, also 50.421 und hier unten, ich mache mal die Schrift größer, ne? So, ja, dann könnt ihr das hoffentlich auch ein bisschen besser erkennen hier, ja. Also ganz andere Zahlen hier, ja prima, jetzt könnte ich ja auf die Idee kommen, es bei der 3 zu belassen, aber wenn ich das jetzt noch einmal zum Laufen bringe, dann seht ihr hier und noch einmal zum Laufen bringe, dass sich jetzt hier
zwar, ja, dass hier zwar eine andere Zahlenfolge entstanden ist, aber wenn ich jetzt hier die 3 so stehen lasse, bleibt diese Zahlenfolge auch wieder gleich, ne? Das heißt also, wie ich mich drehe und wende, so richtig komme ich an Zufallszahlen nicht ran. In der Programmierung generell wird daher mit einem, nun ja, sagen wir mal, mit einem kleinen Trick gearbeitet. Und zwar binde ich hier erst einmal die Funktion cTime an, nicht an, sondern ein. Und nutze hier Time und so. Das heißt also, die Funktion Time, ja, gibt halt die Anzahl der Sekunden zurück, die seit dem 01.01.1970 vergangen sind. Also das ist natürlich eine Zahl, die sich von Sekunde zu Sekunde immer ändert. Und wenn ich halt diese Zahl, die sich eben ständig verändert, also von Sekunde zu Sekunde, wie ich gerade sagte, ja, dann kann man auch in jeder Sekunde halt wieder eine neue Zahlenfolge generieren. Und ja, diese Zahlenfolge, die halt vom Rechner dann generiert wird, wird von uns als zufällig wahrgenommen zum einen, aber sie ist dann auch tatsächlich auch verwendbar, ne? Also richtig zufällig ist es halt nicht, weil eben diese Zufallszahl oder die Zufallszahlen, die erzeugt werden, nach einem Algorithmus berechnet werden. Und nun gut, wenn ich jetzt einen Algorithmus habe, das jetzt hier, der jetzt hier für die Berechnung von Zufallszahlen sorgt, dann sind es ja keine richtigen Zufallszahlen, sondern Pseudo-Zufallszahlen, also solche, die uns als zufällig erscheinen, aber auch verwertbar sind. Also das doch einmal da gesagt. Also jetzt nicht denken, na gut, das sind Pseudo-Zufallszahlen, also kann ich nichts damit anfangen. Also das ist nicht der Fall. Ne? So, und jetzt seht ihr, dass in Xcode, das ist hier eine Spezialität von Xcode, dass eben dieser Compiler nicht zufrieden ist. Es wird hier zwar kein rotes Error-Zeichen hier angezeigt, sondern ein gelbes Warndreieck. Das liegt daran, dass wir hier noch einen Typecast vornehmen müssen. Also, wenn ihr jetzt nicht wisst, was ein Typecast ist, dann sei euch gesagt, das ist eine Umwandlung in einen bestimmten, also von einem Datentyp in einen anderen Datentyp. Und in gibt es C++ gibt es zwei verschiedene Arten des Typecastings. Ich werde ein eigenes Video dazu machen. Nur ja, für die Leute, die das jetzt für die das jetzt zum ersten Mal die das zum ersten Mal hier mitbekommen, was ein Typecasting ist. Also die sollten sich jetzt nicht davon abschrecken lassen. Es kommt ein Video hoch, in dem ich das erkläre. Und zwar, ja, ich tippe jetzt mal los, und zwar, also es gibt hier zwei verschiedene Arten und Weisen, sagte ich einmal, die nach der alten C-Programmierung, die sollte man in C++ nicht mehr nutzen, und dann halt die C++-spezifische Art und Weise des Typecastings. Und die nutze ich jetzt, und zwar Static Cast. So, und unsigned int. Ich erkläre gleich, was das hier bedeuten soll. Und dann eben Klammern folgen darauf und in diese Klammern füge ich eben jetzt hier Time 0 hier ein. So, das heißt also, hier wird eine Umwandlung des Rückgabewertes der Funktion Time in einen Datentyp unsigned int, also in den Datentyp unsigned int vorgenommen. Und dieser gesamte Ausdruck wird eben ja, der Funktion sRand übergeben. Und so können wir dann halt mit Rand dann auf die einzelnen Werte der ja, von diesem Random Seed erzeugten Zahlenfolge zugreifen. Ja, also ich merke so, während ich euch das erzähle,
dass es durchaus für Leute, die jetzt hier zum ersten Mal das hier mitbekommen, es sich durchaus kompliziert anhören kann. Leute, ich kann immer wieder nur sagen, also das Geheimnis des Erfolgs besteht in der Programmierung darin, dass man sich eben nicht abschrecken lässt. Also für die Leute, die jetzt das einfach wiederholen, für die ist es ja prima, aber die Leute, die das zum ersten Mal hier sehen, wirklich, also seid erst einmal glücklich und zufrieden mit dem, was ihr versteht. Und es gibt ja hier auch noch eine Pause-Taste, die könnt ihr beliebig oft drücken und dann könnt ihr das Video auch beliebig oft noch einmal anschauen, bis ihr das versteht. Und ja, also schaut zu, ne, dass ihr euch wirklich hier überhaupt nicht von komplizierten oder kompliziert erscheinenden Sachen hier irgendwie frustrieren lasst. Ne? Nein, so. Also ich wiederhole das jetzt auch noch einmal, was ich hier gemacht habe mit den Zufallszahlen. Ich habe hier die Funktion CTime hier eingebunden, damit ich eben die Funktion Time nutzen kann. Time gibt die Anzahl der Sekunden die Anzahl der Sekunden zurück, die seit dem 01.01.1970 vergangen sind. Das ist eine Zahl, die sich ständig ändert. Und diesen Rückgabewert müssen wir in Xcode. Es gibt Compiler, bei denen muss man eben keinen Typecast durchführen, ne? Aber in Xcode muss man hier noch einen Typecast durchführen. Und zwar, ich verwandle den Rückgabewert in einen unsigned int um. Dann kann eben srand hier ja, diese Zufallszahlenfolge oder diese Zahlenfolge generieren. Und mit der Funktion rand kann ich dann hier tatsächlich die Funktion, ja, die zufällige Zahlen hier ausgeben. Ne? Jetzt folgendes: Was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt hier eine Zahl ausgeben möchte zwischen, sagen wir mal, 1 und 6? Ne? Die Zahlen, die hier sind, die hier ausgegeben werden, sind ja wirklich sehr groß. Nun gut, dafür gibt es eben auch einen ganz nützlichen Operator, nämlich den Modulo-Operator hier. Und wenn ich hier eine Zahl zwischen 1 und 6 hier programmieren möchte, dann könnte man meinen hier, dass ihr Rand Modulo 6 hier uns weiterhelfen würde. Dem ist nicht der Fall, denn wie ihr hier seht, ist hier keine 6 dabei. Ich kann hier meinetwegen auch, ja, sagen wir mal, die Anzahl der Zahlen, die ich hier ausgebe, ruhig auf 100 mal erhöhen. Und da seht ihr hier, hier ist überhaupt keine 6 dabei. Ganz einfach, weil dieser Ausdruck Rand Modulo 6 hier Zahlen zurückgibt im Wertebereich 0, 1, 2, 3, 4, 5. Und die 6 ist also nicht dabei. Wenn ich also wie bei einem Würfel ja, den Wertebereich 1 bis 6 ausgeben möchte, dann addiere ich hier noch eine 1 hinzu. Und dann, ja, das kann ich mal auf 10 hier, ne, runtersetzen. Dann seht ihr das alles besser. So, jetzt bringe ich das Ganze noch einmal zum Laufen. Und schon haben wir dann tatsächlich hier 1 und gut, die 2 ist diesmal nicht dabei und 4 und, ne, und dann kann ich hier noch einmal hier das Programm zum Laufen bringen. Und es werden ja Zahlen erzeugt zwischen 1 und 6. Also ja, so könnt ihr ein Würfelspiel machen oder aber ihr könnt natürlich auch andere Zahlen hier setzen als die 6, ne? Dann ergeben sich eben andere Wertebereiche. So, okay, also ich hoffe, dass ich euch weiterbringen konnte hier. Wie gesagt, also für die Leute, für die es ganz neu ist, also die sollen sich wirklich, ich sage es noch einmal, weil es lassen sich Leute frustrieren und hören dann eben wieder auf mit Programmieren. Das ist Quatsch und Käse. Ne? Ne, das ist nun mal ganz normal Teil des Lernprozesses, dass ihr cool bleibt und dass ihr am Ball bleibt vor allen Dingen. Und ja, dass ihr die Pause-Taste hier benutzt auf YouTube und auch mal hier gewisse Dinge mehrmals ja, euch anschaut und versucht nachzuvollziehen.
Und ich kann euch wirklich versprechen, irgendwann fällt der Groschen. So, und zum Typecasting habe ich ja gesagt, werde ich ja auch noch ein Video machen, in dem ich halt diese ganzen Casts hier erkläre und, ne, und so anschaulich euch vor Augen führe. So, okay. Ja, ich hoffe, ich konnte euch weiterbringen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, dieses Video hier für euch aufzunehmen. Falls ich euch weiterbringen konnte, falls ich euch euren Horizont etwas erweitern konnte, lasst mir einen Daumen hoch da und abonniert vor allen Dingen meinen Kanal, damit ihr bei künftigen Uploads auf meinen Kanal hier auf dem Laufenden bleiben könnt. Denn ja, ich sag's euch, also das Geheimnis des Erfolges ist dranbleiben und ist Beharrlichkeit. Und ja, also vertraut euch selbst, ne? Wenn ihr wirklich es drauf anlegt, C++ zu lernen und auch gute Programmierer zu werden, dann werdet ihr das auch, ne? Okay, jetzt verabschiede ich mich. Tschüss, Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Bye.